Nun möchte ich jetzt einfach mal mit einer Art Sprachphilosophie, einer Dialogphilosophie, einer Diskurstheorie nochmal das Anliegen des überpersönlichen Standpunkts, die Forderung des überpersönlichen Standpunkts formulieren. Ich nehme den überpersönlichen Standpunkt nur dann ein, wenn ich bereit bin, mein Verhalten zu begründen. Und der überpersönliche Standpunkt fordert umgekehrt von allen anderen, dass sie ihr Verhalten mir gegenüber begründen. Das heißt also, der überpersönliche Standpunkt ist der Standpunkt einer wechselseitigen Begründung oder Verantwortung des Handelns. Ich muss mein Handeln gegenüber den betreffenden Personen, gegenüber den betroffenen Personen verantworten können. Und die anderen müssen ihr Handeln, soweit dieses Handeln mich betrifft, mir gegenüber verantworten können. Verantworten wird hier gebraucht in der wörtlichen Bedeutung. Das heißt, Rede und Antwort stehen. Sag mir, warum du das tust. Sag mir, warum du mich in dieser Weise behandelst. Sag mir, warum du die Güter und Lasten in dieser Weise verteilst. Die Person hat die Pflicht, ihr Handeln gegenüber den Betroffenen verantworten zu können. Und umgekehrt, die Person hat das Recht, dass das Handeln der anderen, soweit es sie betrifft, ihr gegenüber verantwortet werden kann. Und jetzt können wir vom überpersönlichen Standpunkt zurückkehren zu der Formel vom Zweck an sich selbst. Der Mensch ist Zweck an sich selbst, insofern alles, was ihn betrifft, ihm gegenüber muss verantwortet werden können. Und jetzt bringe ich eine Unterscheidung, auf die das Folgende aufbaut. Und das ist die Unterscheidung zwischen einem formalen und einem inhaltlichen Aspekt. Und das lässt sich am besten fassen in die beiden Wörtchen das und was. Also einmal die Forderung, dass ich mich muss verantworten können. Forderung, dass ich mich muss verantworten können. Und davon ist die andere Frage zu unterscheiden, die mit dem das noch nicht beantwortet ist, die Frage, was kann ich verantworten? Also eine formale Forderung, ich muss mich verantworten können, und davon zu unterscheiden die inhaltliche Frage, sagt man, das ist alles ganz gut und schön, aber was kann ich denn in der speziellen Situation bei der besonderen Handlung, was kann ich da verantworten und was kann ich nicht verantworten? Also unterscheiden Sie die formale Ebene des Das und die inhaltliche Ebene, die inhaltliche Frage des Was. Ich sage zunächst ein paar Worte zum formalen Aspekt, zu der formalen Forderung. Wir stehen bei der Begründungsfrage und die Begründungsfrage lautet hier, kann die Forderung nach der wechselseitigen Verantwortung aufgezeigt werden? Kann man, ich hatte Ihnen gesagt, wir wollen verzichten auf das Wort beweisen, das ist eine Engführung, wir wollen einfach reden vom Aufzeigen oder vom Einsichtig machen. Also die Frage, kann die Forderung nach der wechselseitigen Verantwortung, und das heißt eben die so verstandene Selbstwirklichkeit des Menschen, kann das einsichtig gemacht werden. Nun, unser Gegner in dieser Frage ist der Moralskeptiker, der einfach behauptet, es gibt keine moralischen Normen, anything goes, jeder soll tun und lassen, was er will. Es gibt eben allenfalls irgendwelche Konventionen oder Übereinkünfte oder ein rein positives Recht, aber es gibt keine moralischen, in sich von der Vernunft vorgeschriebenen und in sich einsichtigen Normen. Was antworten wir diesem Skeptiker, diesem Moralskeptiker, diesem Moralpositivisten? Es gibt zwei Formen der Skepsis.
Die erste Form ist die dogmatische Skepsis, das heißt, unser Gesprächspartner behauptet, so etwas gibt es nicht. Er behauptet, es gibt keinen überpersönlichen Standpunkt. Es stimmt nicht, dass der Mensch als Zweck an sich selbst zu behandeln ist und so weiter und so fort. Also schlicht und einfach, er behauptet etwas und sobald er etwas behauptet, das ist die berühmte sogenannte retorsive Argumentation, sobald er etwas behauptet, ist er gefangen. Denn dann sagen wir ihm, okay, du sagst also, das gibt es nicht. Jetzt sag uns bitte mal, warum gibt es das nicht? Bringe uns bitte Gründe, weshalb es das nicht gibt, weshalb es das nicht geben kann. Und in dem Augenblick, ja, wenn er etwas behauptet, dann legt er sich damit darauf fest, sich auf das Begründungsspiel einzulassen. Und sobald er sich auf das Begründungsspiel einlässt, haben wir ihn sozusagen gefangen. Dann können wir eben Schritt für Schritt von diesem Begründungsspiel eben weitergehen zu unseren moralischen Normen, zu so etwas wie einer Forderung des Diskurses, zu einer Forderung des Dialogs, zu dem, was wir eben verstanden haben unter der Selbstwirklichkeit des Menschen. Also das wäre ein mit dem dogmatischen Skeptiker ein relativ leichtes Spiel. Wenn er etwas behauptet, lässt er sich auf das Spiel der Begründung ein und alles, was wir als Verteidiger der Moral, eines Moralprinzips brauchen, ist eben schlicht und einfach, dass er dieses Spiel der Begründung eingeht. Gucken wir den anderen an, sogenannten Pyrrhonäer, pyrrhonischen Skeptiker, der behauptet nichts, der wackelt allenfalls mit dem Kopf oder zuckt mit den Schultern und lacht über alles, was wir sagen. Und wenn wir irgendein Argument bringen, dann bringt er sofort ein Argument, das dagegen steht. Die beiden Argumente halten sich die Waage und nichts ist bewiesen. Also wie würde ein Moralphilosoph, der so etwas wie die Selbstwirklichkeit des Menschen vertritt, wie würde er umgehen mit einem solchen Pyrrhonäer? Er müsste ihn hinweisen auf die lebensweltlichen Konsequenzen seiner Handlung. Müsste also zeigen, wie sehr ist dieses Moralverständnis, von dem jetzt in einigen Hinweisen die Rede war, wie tief ist dieses Moralverständnis in unserem alltäglichen Menschen verwurzelt, in unserem alltäglichen Leben verwurzelt. Wir weisen ihn hin auf die Konsequenzen. Eine solche lebensweltliche Konsequenz, wenn wir das ablehnen, die Forderung der gegenseitigen Verantwortung, wenn wir das ablehnen, eine solche lebensweltliche Konsequenz wäre etwa der Zusammenbruch der menschlichen Gemeinschaft. Das heißt also, Meinungsverschiedenheiten in praktischen Fragen werden nicht mehr ausgetragen durch Argumente, sondern sie werden ausgetragen etwa durch Manipulation oder sie werden ausgetragen durch physische Gewalt. Also die wechselseitige Verantwortung, so würden wir gegenüber diesem pyrrhonäischen Skeptiker argumentieren, ist eine der Grundlagen unseres alltäglichen Zusammenlebens. Ja, ich hatte zwei Fragen unterschieden, Sie erinnern. Einmal die Frage nach dem, dass wir uns voreinander müssen verantworten können. Und die inhaltliche Frage, was können wir von voreinander verantworten? Ich lasse jetzt, höre zunächst einmal mit der formalen Frage, dass wir uns verantworten müssen, auf. Das mag zunächst einmal genügen. Und ich gehe jetzt über zu der anderen Frage.